Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Video und zwar zocke ich heute nochmal Swords of Gargantua. Ich habe es ja schon mal vorgestellt auf meinem Kanal. Ich glaube, zwei Videos gibt es davon. Das war Singleplayer-Action und damals noch in der früheren Version. Und ja, das Spiel hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Es gibt jetzt auch eine Koop, einen Koop-Modus, sage ich mal. Da kann man mit vier Leuten zusammen gegen die KI kämpfen. Man muss so einen Turm beschützen. Mana-Plan nennen die das da. Und ja, also vom Kämpfen her macht es echt Spaß. Also die Schwertkampfphysik ist echt gut gemacht. Es nützt nicht nur drauf zu kloppen. Man muss schon auch wirklich mal abblocken mit Schild oder mit dem Schwert. Und ja, wenn man dann erfolgreich abgeblockt hat, sind die Gegner ein bisschen, ja, eine Zeit lang stehen die dann still. Dann kann man nochmal auf verwundbare Stellen schlagen und so weiter. Die Waffen gehen auch kaputt, also da muss man auch aufpassen. Auch das Schild geht kaputt, da muss man sich was Neues suchen. Ja, ist so eine Art, ja, Wave-Shooter, also es kommen schon die ganze Zeit Wellen auf einen zu. Aber der Koop-Modus hat jetzt echt Spaß gemacht. Den habe ich zusammen mit dem Chris Reality gezockt. Da auf den seine Seite gehen wir gleich mal. Und ja, es gibt auch einen Singleplayer und hier steht es auch, also da gibt es 100 Singleplayer-Challenges. Also das ist dann immer ein bisschen anders aufgebaut, was man dann machen muss. Und ja, also von der Physik her echt gut gemacht. Story-Modus wäre natürlich genial gewesen, wenn es dann einen richtigen Story-Modus gegeben hätte, den man eventuell dann auch im Koop hätte spielen können. Kostet 16,79, ist auch okay vom Preis her. Ja, wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Man wird dann aufgefüllt mit KI-Mitspielern, weil alleine zu zweit ist es, glaube ich, ziemlich schwer, das zu schaffen. Und ja, aber wie gesagt, man kann es wirklich mit vier Mann spielen. Das macht mit Sicherheit noch mehr Bock. Okay, ja, das war's mit der Steam-Seite. Gehen wir mal bei Chris Reality drauf. Und ja, mit dem habe ich gezockt und ja, wie ihr seht, er hat auch einen YouTube-Kanal, falls ihr den noch nicht kennt. Klickt doch mal rauf, ich werde den auf jeden Fall unten verlinken. Und ja, der macht auch echt gute Videos und sehr unterhaltsam. Also der hat auf jeden Fall mehr als 212 Abonnenten verdient. Und ja, schaut drauf, abonniert und ja, so kann VR immer weiter wachsen und wir können immer weiter Gameplay zeigen. Denn natürlich ist es einfacher für uns, desto mehr Abonnenten, ja, desto mehr Keys bekommt man auch. Ja, Test-Keys, frühe Keys, um euch mal Spiele zu zeigen. Denn viele Entwickler sagen sich, ja, ist mir einfach zu wenig, ihr kriegt da keine Keys. Und ständig die Spiele kaufen ist natürlich auch teuer. Und ja, da helfen nur Abos, um uns zu unterstützen. Und ja, haut den Abo-Button, bis es nicht mehr geht. Und ja, jetzt würde ich sagen, ab ins Gameplay. Viel Spaß! So Leute, da sind wir auch schon in Swords of Gargantua mit dem Chris. Hallo. Und mit dem Tupac. Hi. Ja, sollen wir mal Richtung Quest gehen? Ja. Yeah. Wie heißt das Spiel nochmal? Den Rest konnte ich gar nicht aussprechen. Swords of Gargantua oder Gargantua. Ganz komisch. Oh, jetzt hängt mir natürlich ein Haar unter der Brille. Ah, okay. Das nervt mich. So. Wir haben jetzt schon mal drei Runden gespielt, wir sind kläglich gescheitert. Mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Genau. Ist nicht so einfach, so. Das Spiel. Also Schwierigkeit. Also wer Dark Souls gespielt hat, weiß, wie wichtig defensive Haltung ist und Verteidigung. Und das ist hier sehr gefragt. Ja, die habe ich nicht. Ich bin immer offensiv. Und zack. Außer was die Gegner können natürlich euch wegtreten, was sie selber nicht können, was natürlich eigentlich keinen Sinn hat. Mindestens. Ja, das ist sehr schade. Aber man kann ausweichen. Ja, wir haben zwei Mitstreiter auch, die KI. Also man kann es mit maximal vier Leuten spielen. Aber da wir jetzt keine Freunde haben, ne? Sind wir leider nur zu zweit. Genau. Haust du ab, du. Ja. So, das sind immer die leichten Gegner. Small One heißen die. Naja, ist sind wirklich small. Ja, und wir müssen hier in der Quest auch diese Säule hier einfach beschützen, ne? Genau. Obwohl ich sowas in jedem Spiel gehasst habe, irgendwas zu beschützen oder irgendeine Person zu begleiten und der darf nichts passieren. Also sowas. Aber hier sind eigentlich die Viecher darauf gedacht, das auch zu bekämpfen. Da ist einer. Ah ja, ich sehe es gerade. Okay, was ist denn los hier? Ja, die Waffen können auch kaputt gehen, ne? Ist mir gerade passiert. Ah, okay.
brauche ich nur mal eine Waffe. Aber wir können zum Glück ja die Schwerter hier aufheben, die wir hier sehen. Auch nicht gegen die Wand hauen. Das ist immer schlecht. Jetzt ist es doch passiert. Ja. Das passiert mir immer. Wieso laufe ich denn jetzt hier langsam? Komm, lauf zu, ich wiege keine 200 Kilo. So, mal den hier plätten. Ach, der braucht nur einen Schlag, oder was? Ja, ja. Oh, schon. Hier seht ihr, das Schwert ist kaputt mit den grünen Rissen. Dann holen wir uns direkt ein neues, weil das macht nur 1er Schaden. Und das bringt's ja nun gar nicht, ne? Nicht wirklich. So, ich bleib mal so Richtung Kern. Oh, da kommt so ein richtig fetter Gegner. Ja, da war's wieder. Die können uns wegtreten, die aber nicht. Immer drauf. Auf den Kerl. Komm. Viel hat er nicht mehr, oder? Ja. Jetzt ist er platt. Sehr schön. Schwert ist auch noch in Ordnung. Hier kann man sich Leben holen. An diesen Kugeln. Aber wir wissen jetzt auch nicht, wie lange das geht. Wir haben es bis jetzt noch nicht bis zum Schluss geschafft. Nee, wir sind mal relativ schnell gescheitert. Oh, der hat mich mit so einem Superschlag niedergestreckt gerade. Ja, die kommen am Ende mal. Das ist ja das Verhängnis. Das hier. Ich bin down. Warte, komm. Wo bist du? Wo bist Tupac du? Down. Ich werde schon wiederbelebt von irgendeinem von uns. Das ist down. Das ist auch down. Okay, das ist gut. So, letztes Down. Jetzt hol ich mir nochmal so ein Schwert hier. Die sehen ein bisschen besser aus. Also man sieht auch einen Unterschied, ob die kaputt sind oder nicht. Entweder sehen die grünlich aus oder zerbrechen euch komplett. Komm, 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 das ist ein Computer von uns. Ach. So, komm. Nur ein Schlag hier, dann sind die schon weg. Alter. Was macht der denn? Er springt hier rum wie auf Ecstasy. Ist das ein Spider-Man oder was? So, das Energie, das ist gut. Fast keine mehr. Da ist auch noch eine Kugel. Brauchst du noch? Du brauchst ein bisschen mehr als ich. Dann hol du dir die Kugel. Oh, ach, da ist noch ein Kollege von uns. Den werden wir mal wiederbeleben, sonst haben wir es gleich schwer. So, einmal down. Nächste down. Oh, der geht gerade auch wieder richtig ab. Der ist da dran. Boah, der hat mich aber richtig erwischt. Der hat einen langen. Der hat einen langen Rüssel. Mann! Ich lieg schon wieder, mein Schwert ist kaputt. Komm! So, andere sind dann nicht mehr, ne? Ne, da liegt eine Axt. Komm, einer noch, komm. Komm, die Axt holen wir uns, Leute. Ha! Keine Angst, ich komme! Scheiße, mein Schwert ist kaputt. 75 Schaden macht das Ding. Oh, und der kickt mich mal kurz weg. Oh, jetzt hat er aber auf mich abgesehen. Ich glaube, weil ich kann zu viel Schaden gemacht habe. Ich muss weg, ich muss weg. Komm. Ah, oh, der braucht noch einen Schlag. Oh. Ja. Ich lebe noch, ich lebe noch. Wo bist du? Hier. Quest clear. Das ging mich gestoßen, umgefallen. Geil. Gut, dass ich überlebt habe, weil alle anderen waren mich tot. Ja, ja. Hey, jetzt starten wir die Aufnahme und schaffen das direkt. Das ist auch sehr komisch, ne? Sehr cool. So, haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet? Weil man kann ja da Waffen irgendwie sich freischalten. Level 1, ja, das ist das Schwert, was wir hier haben. Ja. Jo. Level ich hab noch nichts. Ja. Oder musst du das selber auswählen? Das ist auf der letzten Seite. Ah, okay. Ja. Ja. Das sieht cool aus, ja. Das probieren wir, oder? Mhm. Kann man sich nicht irgendwas als Zweitwaffe aussuchen? Ja, hier hast du ja komischerweise auch auf der nee. Schulter die
Stacheln. Oder was gibt's hier? Ja, hier, hier haben wir die Wurfmesser, ne? Select a weapon to equip. Ach ne, das ist das gleiche. Okay, ich dachte, das war was anderes. Ah, das ist das gleiche Menü hier bloß, wo du hier die Waffen alleine hast. Da haben wir eine Dartscheibe. Oh Gott, das klappt ja mal gar nicht. Mhm. Die fliegen immer relativ hoch, oder? Nicht physikalisch korrekt, wie man so schön sagt. Aber guck mal, ein Score von 99,99%. Top. Ich will einmal wenigstens in diese Scheibe jetzt treffen. Jetzt habe ich einen Chris getroffen. Ja, ich habe 21,14. Das ist gut. Nee, ich habe keine mehr. Das sieht auch lustig aus hier, die Chakos. Ein Bumerang gibt es hier noch. Ah, da musst du bestimmt lange freispielen, dass du die in dem Spiel benutzen kannst. Ja, ist natürlich alles nur hier nach Wave-Shooter-Manier, ne? Also man bekommt eine Quest, muss das erledigen und dann schaltet man Waffen frei. Das ist natürlich cool, dass man hier verschiedene Waffen freischalten kann, ne? Mhm. Und auch Schwertkampf ist halbwegs realistisch gelöst. Man kann nicht hier rumfuchteln wie ein ADS-Kranker, sondern ja, muss wirklich normal mit dem Schwert kämpfen. Ja, und blocken, ne? Genau. Schilde gibt's auch noch, aber da sind wir irgendwie nicht so die Fans davon. Ich habe aber auch noch keins freigeschaltet, oder? Nein, da liegen 4 Stück in dem Raum rum. Rosa. Okay. Ja, komm, probieren wir einfach mal die nächste Quest. Mhm. Vielleicht haben wir jetzt wieder so viel Glück, weil die Aufnahme läuft. So. Gut, das wird echt. Ist das wieder Quest 1? Genau hinter dir. So. Ach, da sind. Ja, komm, so eins nehme ich jetzt mal. Jetzt können sie auch kommen hier. Ha. Man kann auch schön gegen das Schild schlagen. Das ist echt mal cool gemacht. Mit Index-Controller muss ich zumindest das Schwert die ganze Zeit festhalten. Mit Griff. Aber das kann man einstellen, ne? Aber ich finde es auch nicht so schlimm wie damals mit der Crypt, dass wie bei den Wands. Da haben die wirklich die Hände wehgetan. Aber hier ist es wirklich, du drückst und du hältst fest. Ja, es fühlt sich realistisch an, ne? Ja, ist ganz geil. Ja, komm. Das hat. Du hast den mit dem Schild jetzt weggeschubst. Ich hab den weggeschubst, okay. Ja, irgendwie war der jetzt. Oder der hat Schaden vom Schild noch gekriegt. Das sah zumindest so aus. Ich block hier ab. Dass der Turm nichts abkriegt. Ach, die haben den gekillt. Ich dachte, du hast jetzt zurück. Nee, aber ich hab. Also diese Kugeln kann man abwehren. Kommt da hinten noch was? Ja, kommen hier wieder die One-Hitter. Die sind leicht. Und noch volle Energie. Sehr schön. Ich glaube ich auch. Ja. So, da kommt da hinten wieder was. Ach, ich habe mir das Bedürfnis, die ganze Zeit im Raum rumzulaufen, ne? Das habe ich nicht bei allen Spielen. Aber bei dem ist das irgendwie extrem. Also mit dem Schild ist es ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Ja, da kommt keiner durch, so richtig. Oh, jetzt ist er durchgekommen. Aber ich hole mir direkt mal hier so eine Lebenskugel. Das Schwert hält auch länger, ne? Ja. Aber mein Schild wird grün, sehe ich gerade. Ah, jetzt ist es toll. Jetzt ist es kaputt. Oh ja. Sehe ich gerade auch. Ah, da hinten sind auch nochmal 2. Komm. Schild weg und dann nehme ich mir noch eine Waffe. Wow! Ach, da war noch einer! Der wollte seinem Kameraden jetzt hier rächen. Ja, ich wusste es, dass ich wieder diesen super Schlag abbekomme. Also die kannst du aber irgendwie auch nicht abwehren, da kannst du auch schon ausweichen, ne? Da hast du keine Chance. Kann ich das denn jetzt hier auch? Einfach nur drüber. Trigger und. Mehr geht nicht bei mir. Ah, ich wollte gerade meinen Kumpel befreien. Oh, oder wiederbeleben, so. Ja gesagt.
So, jetzt leben wir wieder alle. Ist gut. Nee, ich nicht. Ich komm. Ah nee, da kommt schon jemand zu dir. Die haben so Glück, dass die KI so reagiert, ne? Ja. Das ist echt top. Ach scheiße, ich mach die mal bei dem Schild hier da unten. Also sogar das... Die große Axt konnte man gerade abwehren, aber diesen Megaschlag dann nicht mehr. Man konnte auch irgendwie zur Seite... Also rechte Trigger-Taste und die linke dann halten, da kannst du dann so hin und her. Also muss man den Körper selber machen. Nee, geht nicht. Irgendwie... Das kann man mit dem Kopf irgendwie beeinflussen. Genau, mit dem Körper einfach. Ja. Aber nee, funktioniert. Okay. Also bei mir habe ich jetzt gerade nicht hingekriegt. Also rechter Trigger anvisieren und dann links und rechts bewegen, ne? Ja, mit den linken Trigger musst du noch dazu drücken. Ah, okay. Ne, will bei mir nicht. Okay, schnetzeln wir mal die One-Hitter weg hier. So. So, nochmal Energie holen. Also das Schwert geht nicht so schnell kaputt. Wahnsinn. Aber das Schild, ne? Da hat der Große einmal drauf gehauen, da war es platt gewesen. Oh, da ist wieder die Axt. Ich glaube, ich hole mir gleich die Axt nochmal. Wenn man den Gegner zweimal die Schläge abwehrt, braucht er zwei Hits, da sind die down. Das geht dann ziemlich fix. Quest failed. Okay, jetzt haben wir wieder... Aber das war doch jetzt die gleiche Quest. Ja, ja. Kannst du irgendwas auswählen im Menü? Ranking Beginners. Also ich kann hier nichts wählen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, weil du hast gehostet. Nee, ich habe auch nicht mehr. Es steht nur Beginner da. Kann aber nichts mehr machen hier. Select a weapon. Gut, das haben wir ja schon, ne? Wir haben ja das Langschwert. Also du konntest Beginner auswählen, dann hart und dann immer härter. Und ich denke mal, du kannst pro Stufe halt immer hier die Waffen und sowas freischalten, dass das so gedacht ist. Pro Run, dass du dann immer eine Waffe freischaltest. Also ich weiß nur, als ich die Beta getestet habe, waren es verschiedene Quests. Und da musste man auch mal verschiedene Sachen erfüllen. Aber wie das jetzt hier in der finalen Version ist und im Multiplayer, vielleicht ist das auch nochmal was anderes, ne? Dass Multiplayer das momentan nur eine Karte hat. Help Request? Nee, steht nichts weiter da. Recenter? Nö. Du kannst wirklich nur das eine jetzt hier machen. Okay, hier ja. Du kannst auch nirgendwo mehr hin. Nee. Wenn man hochguckt, das sieht schon cool gemacht aus. Ja, das hat schon was. Aber wir müssen wenigstens noch einmal jetzt schaffen, oder? Mhm. Wir probieren es nochmal. Angriff. So, Ladezeiten sind ja fix eigentlich. Das ist okay, ja. Finde ich auch. So, ich glaube, ich hole mir nachher erst das Schild. Warte, wenn Fetti immer kommt. Ah. Ja, das ging nochmal schnell. Ist ja mal böse, wenn die auf einmal hinter einen sind. Ja. So, jetzt kommen sie auf der anderen Seite, glaube ich. Ja. Aber wir sind. Oder guckst du in der erste? Lass mich in Ruhe. So, jetzt hat er wieder auf mich abgesehen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, der mag Kupak nicht. Oh, mein Schild ist voll im Eimer. Ich muss Energie holen. Sonst lebe ich nicht mehr lange. Boah. Da war auch noch was. Und da ist noch ein Schwert, das ist gut. Weil bringt nichts, wenn ich jetzt sterbe und die anderen auch. Ja, mein Schwert ist kaputt. So, ich komme jetzt zurück, aber der ist jetzt sowieso down, ne? Ja. Ja. So, von da oder öffnet sich hier was? Manchmal geht's schwer aber durch, ne? Irgendwie. Aber ansonsten ziemlich cool. So, ich
Brauche ich mir ein Schwert? Ach, jetzt ist es wieder ganz okay. Hat er mich schon wieder mit seinem Megaschlag. Und da ist sofort das Schwert kaputt, ne? Wahnsinn, ey. Wiederbeleben. Na komm. Weil die Kameraden sind ganz wichtig. Da ist die Axt, die will ich mir jetzt holen. Tritt mich doch nicht weg. Dass man selber nicht treten kann, das ist ja irgendwie... Das ist schade, ja. Komisch. Braucht man ja. Die Tracker für. Oh, da wird es aber viel gegen der Wand treten. Oh ja. Können dicken Fuß geben. Bei mir auf jeden Fall. Okay. Ich habe schon ein Problem, dass ich gegen die Wand haue immer. Oh je, das... Ja. Mann. So. Ich komme nicht mehr weg. Oh, der hat auf mich abgesehen. Ich habe. So mit der Blutklinge hier. Ja, die ist geil. Ich bräuchte Energie. Hier ist genug. Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass die Upgrades was helfen, ne? Mhm. Das Schwert schnitzelt alles weg hier. Geht schnell hier. Der Endgegner, oder? Das glaube ich immer das Letzte. Komm. Ich bin schon wieder gegen meine Wand. Guten Indexkontroller, nicht, dass sie kaputt gehen. Jo, da darf Valve nicht sehen hier. Dann habe ich keine Chance mehr auf Reparatur. Boah, ey, das war ein Move, was wir jetzt gemacht haben. Ist er tot? Nee, der andere. Nee. Komm, komm, komm. Jeder Überlebende ist wichtig hier. Komm, schein. Ja, nochmal. Achtung. Oh, jetzt macht er wieder seinen Mega-Move. Ich belebe mal die KI wieder. Komm schon. Er mag mich nicht, der Kerl. Jetzt. Brecht ein. So, nee, aber jetzt müsste ja eigentlich irgendwie da mal was anderes stehen. Oder wir haben was freigeschaltet, aber... Level 1? Level 2? Ne. Sehr komisch. Sehr, Team sehr Quest komisch. Result. Hm. Gute Frage. Vielleicht sollten wir die gar nicht töten, sondern einfach nur mit denen zusammen spielen. Ja, vielleicht müssen wir mit denen wirklich richtig interagieren. Also eigentlich ganz cooles Spiel, muss ich sagen. Es macht Spaß. Also, ja, Kampfmechanik kann man sagen, funktioniert echt gut, ne? Mhm. Und ich bin schon am Rumschmilzen. Ich bin richtig schön nass geworden. Also ist, ja, ist anstrengend, muss man sagen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja heute echt, ja, 20 Grad nur. Heute mal draußen. Echt VR-Wetter. Aber guck mal, auch cool, das Schwert geht nicht in den Boden, bleibt wirklich hängen. Genau, sowas nicht einfach hier durch und fertig, das ist wirklich... Nicht ganz gut, so gut wie bei Blade & Sorcery, ne? Aber das stimmt, der Hand geht ja auch durch, ja. Aber schon sehr gut gemacht, finde ich. Ja. Aber wie gesagt, dass jetzt nur hier immer nur eine Quest ist für Multiplayer, ist natürlich schade, ne? Ja, ich denke mal, wenn du die Dings umstellst, dass du dann eine andere Map hast, aber im Großen und Ganzen geht es ja immer ums Gleiche. Ja, schnetzeln.
Aber wenn du zu viert bist, das kommt eigentlich ganz geil. Ja, das glaube ich auch. Ja, da es so anstrengend ist, können wir eigentlich hier erstmal einen Cut machen und ja. Wir trinken jetzt erstmal einen Eistee. Würde ich auch sagen. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, Like raus, ne? Genau. Gebt den Chris ein Abo. Gebt den Tupac ein Abo. Ja, und schaut beim nächsten Mal wieder zu, ne? Genau. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.